Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gerade zu Besuch bei Walter Wagner, bei Wagner Spezialschmierstoffe. Ich freue mich. Hallo Marc, Ja, grüß dich. ist das schon einige Zeit her? Ja, knapp 2 Jahre. Du hast mir letztens ja den Oktanboost immer zukommen lassen und ich wollte mir meine Erfahrungen mit dir teilen und Ja. auch mal für euch ein bisschen das Ganze näher bringen und auch mal eine Frage stellen, die ihr wahrscheinlich auch mal auf dem Herzen hattet. Und zwar, so sieht das ganze Produkt aus und ich habe mich gefragt, warum noch ein Oktanbooster auf dem Markt? Es gibt ja diverse auf dem Markt und warum bringst du jetzt auch noch einen auf den Markt und was sind die Vorteile von, ja, von diesem Produkt Ja, hier? sag mal, wir haben immer wieder Anfragen von Oktanboostern, speziell von Kunden, die jetzt zum Beispiel ins Ausland fahren. Als Beispiel Italien. Italien ist zum Beispiel 98er Sprit nicht überall verfügbar. Ja, das kann ich ja. Und es wurde in der Vergangenheit an uns herangetragen, ja, wir brauchen einen Oktanbooster. Und dann sage ich, ja, wir können Oktan boosten, also wir können die Oktanzahl erhöhen, Ja. aber ich möchte nicht den Weg gehen, die unser Mitbewerber geht. Okay. Unser Mitbewerber wird, Wie machen die das ja, die gehen denn? einen Weg, den ich nicht konform gehe. Und zwar wirst du immer kleine Flaschen finden, ja, Ja. so wie 200 Milliliter, 300 Milliliter für eine Tankfüllung. Und hier, wenn man die Datenblätter liest, geht es mir kalten Rücken runter, weil Okay. die setzen heute noch Mangan-Additive ein. Also das ist ähnlich wie Blei. Ja. Ja, und diese Manganadditive braucht man kleine Mengen. Das heißt, die kleine Menge, man braucht in etwa um die 20 ppm Wirkstoff, ja, also relativ gering, um eben Oktan zu boosten. Das ist Ja. aber ähnlich wie Blei. Ja. Ja. Und man muss wissen, dass das Manganprodukt ja in weiten Teilen der Welt verboten ist. Es wird im Mittleren Osten und in China noch Manganadditive eingesetzt zur Oktanzahlerhöhung. Ja, Ja, ja. was auch sehr effektiv ist, muss man ganz klar so sagen. Okay. Nur würde ich das jetzt eben nicht in ein Fahrzeug reingeben, Ja. wo wir moderne Katalysatortechnik haben, weil eben Mangan oder metallhaltiges Additiv den Cut zum Ausfall bringen wird. Okay. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits Ja. erhöhe ich die Oktanzahl, andererseits habe ich ein massives Problem mit dem Abgasnachreinigungssystemen. Ja. Ja. Und deswegen gehe ich einen komplett anderen Weg. Das heißt aber auch UPF und wäre davon auch betroffen jetzt gerade in der aktuellen Zeit, die Orthopartikelfilter oder nur der reine Katalysator? Komplett, Kommt das komplette komplett Abgas? Okay. Abgasreinigungssystem, Und inklusive Sensoren. Alles, was damit da ja. zusammenhängt, werden ja belastet, weil das verbrennt zu Aschen und Ja. wird sich dort niederlagen. Ja. Okay. Und man versucht ja den Sprit sauber zu bekommen. Und man hat ja auch den Verschwefelgehalt gegen nahezu null Ja. reduziert. Wir haben ja heute 10 ppm Schwefel drin. Das, was ja eigentlich nichts mehr ist. Ja, und Ja. somit haben wir einen relativ sauberen Sprit. Und somit kommen Sie jetzt mit einem metallhaltigen Additiv, was Aschen produziert, Das und sieht noch natürlich okay. absolut kontraproduktiv. Ja. Und deswegen geht mein Weg dahin, dass wir komplett ein metallfreies Additiv haben. Okay, also eine komplett andere Richtung habt ihr eingeschlagen, Richtig. Und eingeschlagen. zwar, man muss eben wissen, wie komme ich oder wie erhöhe ich die Oktanzahl. Vielleicht Ja. mal eine Hintergrundinformation an unsere Zuschauer. Man hat in den letzten Jahren eben Ether beigegeben. Ja. MTBE oder ETBE. Bis zu 15%. Diese Chemikalie wird in den Raffinerien in großen Mengen hergestellt, weil sie eben in großen Mengen Kraftstoff beigemischt wird. Und je mehr ich beigebe, desto höher wird auch die Oktanzahl. Ja. Was passiert da dabei? Ja, das kann man relativ einfach erklären. Man geht her, durch den niedrigen Flammpunkt habe ich natürlich, wenn ich jetzt einspritze, eine enorme Abkühlung und Stabilisierung des Brennraumes Ja. und somit kann ich die Oktanzahl erhöhen. Ja, Ja. also die Klopffestigkeit, ne, also Richtig, die Verbrennung, bevor somit, der OT erreicht richtig, wird, ja, dann genau. erreichen. Ja. Dieser Weg ist absolut gut, Ja. ja, hat natürlich auch Nachteile, weil das Kraftstoff sehr schnell verdunstet. Ja. Ja. Das heißt, in den Südländern ist es gar nicht so perfekt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Wüstenregionen Kraftstoff habe, bei 50 Grad plus wird er relativ viel verdunsten, Ja. wenn die Okay. Sonne auf den ganzen Tag auf das Auto scheint, ja, wenn sich Ja. das erhitzt. Ja. Ja. Deswegen wird auch in den Ländern in diese Richtung nicht gearbeitet. Ja. Das heißt, ich habe dort einen komplett anderen Kraftstoff.
Aber ja, wir sprechen jetzt von unseren, genau, sagen wir mal, Kraftstoff in Europa, in Nordamerika, wird eben große Menge Ether eingesetzt. Ja. Man geht natürlich auch den Weg, dass jetzt Ethanol kommt zur Optimierung der Oktanzahl. Wir haben jetzt hier maximal 10% als E10. Ja. Und in anderen Ländern ist es so, dass teilweise noch mehr reingegeben wird. Okay. Zum Beispiel jetzt in Amerika wird mehr reingegeben und dass es an der Tankstelle steht. Okay. Ja, wie viel, der, wie viel Ether da jetzt drin, wie viel Prozent jetzt Ethanol mit drin sind. Ja. Okay. Ethanol hat natürlich den Vorteil, dass wir die Oktanzahl erhöhen, aber gleichzeitig hat Ethanol circa 40% weniger Energiegehalt pro Kilogramm Kraftstoff. Das heißt, ich brauche mehr Sprit. Wieder, man braucht mehr, okay. So, aber jetzt zum... Genau, dann wie macht ihr das denn jetzt? Ja, der Rest der Welt geht den Weg. Okay, ich gehe runter mit dem Flammpunkt. Dadurch habe ich eine perfekte Verdunstungskälte, ja, Stabilisierung. Wir gehen genau den gegenläufigen Weg. Mhm. Ja. Diese Chemie hier ist jetzt vom Flammpunkt her, hat 90 Grad. Ja, okay. Und hat eine Dichte von 1,06. Das heißt, es ist schwerer wie Wasser. Ja. Ja. Und dadurch kann ich den Kraftstoff in der Form stabilisieren. Das heißt, ich kann den kompletten Verbrennungsablauf, beziehungsweise bevor der Verbrennungsablauf startet, stabilisieren. Und zwar perfekt. Ja. Ja. Beigabe zwischen 1-2%. Das ist relativ viel, deswegen bieten wir das auch in 1-Liter-Flaschen an. Diese Flasche wird jetzt für 60 bis 100 Liter reichen. Ja, ja, okay. So, die Erfahrungen, die jetzt wir haben von unseren Kunden ist, geht in verschiedene Richtungen. Wir sprechen jetzt mal von Motoren, die jetzt mit sehr hohen Drehzahlen laufen. Dort habe ich ja relativ geringe Zeit zur Verbrennung. Ja. Ja, das heißt, das Zeitfenster, wo ich verbrenne, ist relativ gering. Ja. Das heißt, je höher ich verdichte und höhere Drehzahlen habe, desto höher müsste die Oktanzahl sein. Ja, was wird gemacht? Man fährt diese Fahrzeuge überfettet. Das heißt, man geht mit dem Lambda-Wert auf 0,7, 0,8 runter. Dadurch habe ich eine sehr starke Innenkühlung, ja, was natürlich auch mit einem großen Kraftstoffverbrauch einhergeht. Ja. So, würde ich jetzt das nicht machen, würden die Motoren zu heiß laufen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt gerade in diese Fahrzeugtechnik oder in diese Einstellung der Motoren den Oktan-Booster einsetze, habe ich wesentliche Vorteile. Mhm. Warum? Weil ich letztendlich meine Einstellung des Fahrzeuges auf den Oktan-Booster einstellen kann. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Rennsport fahre oder jetzt mit dem getunten Fahrzeug fahre, kann ich oder könnte ich zusammen mit dem Tuner letztendlich das Fahrzeug das Setup dann absolut perfekt machen. Ja, ja? Okay. Was natürlich jetzt im Rennsport taktische Sachen bringt, ich kann den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Massiv, okay. Natürlich, ja. Aber okay, auch die Verbrennungstemperaturen, also sprich das Fahrzeug letztendlich kühler halten, was ja auch das Ziel ist. Ja. Ja, deswegen fahre ich ja überfettet, ja? Um eben die Innenkühlung zu haben. Ja? Ja. Und somit erreiche ich einen ganz, ganz deutlichen Vorteil. Und es zeigt sich auch in der Praxis, jeder, der das einsetzt im Rennsport, ist begeistert. Wirklich definitiv. Also das ist so, dass die Kunden mit einem derartigen Begeisterung zurückkommen, was passiert hier? Ja, ja, welche positive Effekte kommen hier? Ja. Ja, du hast ja auch mir was schon erzählt mit dem GTR, oder was war das? Ja, das ist ein GTR. Dass die damit... Also ich hatte jetzt einen Anruf von einem Kunden 14 Tage zurück, der jetzt einen Nissan GTR auf der Strecke hatte. Ja. Mit sensationellen Ergebnissen. Ja. Ja. Der Mann war so begeistert, er konnte gar nicht glauben, dass sowas geht. Ja, okay. Definitiv. Und das mit einem komplett anderen Weg, den er dann einschlagt. Richtig, ja. Gibt es da auch Probleme mit der Nachkraftstoffbehandlung oder der Abgasbehandlung? Nein. Also Katalysatoren? Sag mal, wir haben hier es ist kein Alkohol. Also ich würde es vergleichen, ich würde so sagen, es ist ein schwerer Alkohol. Ja. So als neuer Begriff, ganz einfach, letztendlich, den ich jetzt hier setze. Ja, es ist kein Methyl von Wern. es wäre ein schwerer Alkohol. Ja, ja, okay. Es ist aber kein Alkohol, sondern die Chemie verbrennt zu 100% ohne Ablagerungen, ohne Aschen, ja, okay, dort, wo wir eigentlich hinwollen oder hin müssen. Und letztendlich haben wir einen Stoff, der kein Gefahrgut ist, ja, im Sinne der Transportvorschriften. Das heißt, es können größere Mengen eben mit dem Auto mitgeführt werden. Wenn man zum Beispiel jetzt in südliche Länder fährt oder wenn man jetzt ins Ausland fährt und man ist nicht sicher, welchen Kraftstoff man bekommen kann, dann ist es so, dass man hier größere Mengen mitnehmen kann. Mhm. Ja, ohne dass es jetzt eine Gefahr für Umwelt
aber auch Gefahr darstellen würde über explosionsfähige Dämpfe, die hier entstehen. Insbesondere, ja, wenn man in heißere Regionen fährt. Ja, 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 okay. Also der Fokus des Marktes, also auf der einen Seite versuche ich gerade zu verstehen, mit meinem BMW, also ich habe das ja angewendet, habe das benutzt und keinen wirklichen Effekt gemerkt, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, fahre ich ja auch immer den 102 Oktanen Sprit, also das Aral Ultimate. Und da ist ja sowieso schon die Diskussion offen, das kennt ihr vielleicht auch, dass einfach, ob das Steuergerät überhaupt das 102er Oktan erkennt oder etwa nicht. So. Deutlich merkt man natürlich Unterschied, wenn man von E10 auf 98 oder 102er geht, dass da ein enormer Unterschied zu spüren ist. Ja, spätestens, wenn die Klopfsensoren erkennen, dass das hier der falsche Sprit ist, dann kommen die ersten Probleme. Genau, ja, oder geht auch Notlauf, bei meinem Motor tatsächlich. Aber jetzt, wenn ich schon das hochwertige Produkt getankt habe, sag ich mal, wo das Steuergerät, wo schon die Frage ist, kann er das überhaupt merken und nicht dann jetzt nochmal die Oktanzahl erhöhe um 2 bis 3 Punkte, sagtest du ja, dann weiß ich gar nicht, ob das Steuergerät das kann. Trotzdem sind die Effekte dennoch. Gut, wenn ich natürlich jetzt schon einen hochoktanigen Sprit habe mit 102, dann wird es natürlich für uns oben hinaus schwieriger, die Oktanzahl mal noch weiter zu erhöhen. Mhm. Ja, die Messungen, die wir durchgeführt haben, war von 92 Oktan 95 Oktan. Ja. Ja. Dort holen wir bei 2%iger Anwendung circa 2 Punkte raus, was viel ist, was enorm viel ist. Ja. Und das letztendlich mit einem sehr preiswerten Produkt, die wir dort anbieten, solche Effekte zu erzielen. Letztendlich geht es ja darum, dass man Grenzsituationen beherrscht. Ja? Mhm. Also das heißt, ich fahre jetzt mit einem modernen Fahrzeug auf der Strecke, dann. Auf der Strecke in einem Land, wo ich eben keinerlei guten Sprit habe. Ja. So, was nun? Ja, es kann sein, dass das Fahrzeug dann aufgrund, sagen wir mal, der Sensorik das Fahrzeug in ein Notlaufprogramm bringt. Dann stehe ich. Ja? Ja, dann geht da nichts mehr. Ne? Ja. Eine Anfrage vom AMG-Club aus Italien. Diese hochgezüchteten Motoren laufen mit den Kraftstoffen, die in Italien verfügbar sind, nicht. Wir können, sagen wir mal, dieser Kundengruppe auch helfen, mit dem Zusatz in diese Richtung zu gehen, dass wir den Oktanzahl steigern, sodass die Fahrzeuge nicht auch ins Notprogramm gehen. Okay. Also speziell die Anwendungszwecke gerade für die Optimierung, also die Optimierung mit Ergänzung mit dem Additiv ist dann, sag ich mal, so ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Und natürlich dann auch so für die Auslandsreise zum Beispiel oder für die Länder, die schlechten Sprit von Anfang an haben. Also man kriegt es dann mit, Amerika ist jetzt nicht ganz so top mit dem Sprit. Italien weiß ich auch, wenn man da mit dem Auto im Urlaub war, habe ich auch schon gemerkt, was tanke ich da und was kriege ich da überhaupt rein in mein Auto. Und dann natürlich auch, glaube ich, Saudi-Arabien, Dubai oder so, da hört man auch immer wieder. Ja gut, dort wird ja Kraftstoff mit 92 direkt, Oktan, 95 Oktan ausgegeben. Ja. Der wiederum ja auch dann Metalladditive drin hat, wie zum Beispiel Manganadditiv. Ja, ja, okay. So, dort, wo ich noch Erfahrungen habe, das liegt jetzt nicht in deinem Bereich, sondern im Oldtimer-Bereich ist es so, man denkt, ja, man muss immer höhere Oktanzahl fahren. Ja, wobei natürlich der Oldtimer, zum Beispiel aus den 50er, 60er Jahren, dort hatte ich ja, oder auch noch früher, hatten wir eine Oktanzahl von 80, 85. Ja, ja. Das heißt, diese Motoren sind ausgelegt für diese Oktanzahl, weil sie niedrige Verdichtung haben. Ja, aber die kämpfen heute mit einem anderen Problem. In diesen Zeiträumen hatten wir ja gar kein Ether drin. Das heißt, sie haben heute einen leichtflüchtigen Kraftstoff, der letztendlich eher negativ sich auswirkt, weil die Motoren heißer verbrennen und sich letztendlich auf die Fahrzeugtechnik auslegt. Und letztendlich müsste ein Oldtimer auf den heutigen Kraftstoff abgestimmt werden. Also müsste eine komplette neue Einstellung haben, was natürlich nicht jeder kann oder nicht jeder spezialisiert drauf ist. Ja. Und was wir gesehen haben, ist, dass der Weg nicht in Richtung einer sehr hohen Oktanzahl geht, sondern auf die Stabilisierung des Kraftstoffes, was wir mit diesem Produkt erreichen können. Und das Feedback auch bei den Oldtimer-Kunden ist so positiv, dass keiner mehr darauf verzichten möchte. Ja. Ja, speziell, wenn er schon, sag mal, in Richtung Kraftstoff Probleme hat. Okay. Ja, also sprich jetzt hohe Temperatur in Brennräumen, um das letztendlich nach unten zu bekommen. Ja, ja. Okay. Also dass einfach da auch der Kunde sehr dankbar ist für dieses Produkt, was ihr da auf den Markt gebracht habt, weil es auch gerade den Kontraweg geht. Richtig. Ja, okay. Was letztendlich so ein Mitbewerberprodukt nicht leisten kann in dieser Richtung. Geht gar nicht, weil es von der chemisch-technischen Aufbau
ja nicht in diese Richtung ausgelegt ist, sondern letztendlich nur auf den, sagen wir, auf den geringen Anteil, was ich an metallhaltigen Additiv brauchen würde. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, dann denke ich ja, dann haben wir in diesem Zusammenhang mal ganz gut, hoffentlich auch, habe ich ein paar kritische Fragen gestellt und das mal ein bisschen so ganz gut betrachtet. Falls ihr Fragen haben solltet, würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr mal gerne in den Kommentaren irgendwie schreibt, was ihr davon haltet oder was ihr dazu für Gedanken habt. Weil meistens ist es so, dass ich auch immer wieder merke, dass die Leute sehr zurückschreckend sind mit Additiven. Das haben wir gerade auch in dem vorherigen Video, was wir gerade gedreht haben, mit dem Bactofilm-Video besprochen, wo immer eine Angst mit den Additiven und der Additivierung herrscht. Vielleicht machen wir nochmal ein eigenes Video drüber, über Additivierung und die Angst als solches. Ich natürlich bin selber auch davon betroffen. Man kriegt halt was mit, man kriegt Unwissen mit, in Foren kann jeder sich irgendwie austauschen, man sucht immer Entschuldigen. Und wo ist da die Wahrheit? Also man hat schon Angst, manchmal was zu benutzen, man weiß aber gar nicht, was es wirklich alles Gutes auf dem Markt gibt oder auch was es Schlechtes auf dem Markt gibt. Gerade wenn man denkt, ich nutze einen Oktanbooster und tue was Gutes, aber wenn man den, das war mir auch nicht bekannt, dass das auch schlechte, dann versteht man, wo die Angst auch der Additivierung und der Nichtempfehlung von Additivierung aus so einer Herstellern halt herkommt. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch genau die Gratwanderung schaffen, die Aufklärung zu erreichen. Ne? Dass vielleicht auch ihr sagt, okay, diese und diese Produkte waren mir gerade, oder die Informationen lagen mir noch nicht vor, das fand ich sehr interessant. Auf der anderen Seite, ja, ich habe auch die Angst, ich habe sie ja selber, ich habe auch die Angst und ihr habt auch die Angst und habt ihr vielleicht auch mit gewissen Produkten gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch so ein bisschen, wo ich auch versuche, ein bisschen Aufklärung zu schaffen, weil ich auch an verschiedenen Produkten gemerkt habe, dass sie wirklich gute Effekte miterzielt haben, warum dieses Projekt auch irgendwie mitunter entstanden ist. Ne? Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, die du auch mir opferst und auch der Community opferst, dass wir hier ein bisschen was zustande bringen. Und danke dir für die Zeit und für den technischen Beistand, dass wir hier ein bisschen was auf die Bahn stellen. Ja, ich hoffe, ich hatte hier ein bisschen Licht in das Dunkel bringen können. Ich denke schon. Speziell in dieses Thema. Wir stehen natürlich hier auch am Anfang. Das heißt, wir haben schon einige Jahre jetzt Erfahrung mit diesem Produkt. Wir gehen jetzt also nicht ohne letztendlich Erfahrungsschatz in den Markt. Ja, es sind auch schon Motortests gemacht worden, wo wir klar sehen, dass die Oktanzahl kommt. Aber dennoch sind wir gespannt auf eure Kommentare, gegebenenfalls auch Ergebnisse. Bitte in den Kommentaren reinschreiben, und sodass wir hier auch noch letztendlich auch kommentieren können und letztendlich auch den Kunden weiterhelfen können in Sachen Optimierung, Fahrzeugoptimierung, speziell bei diesem neuartigen Produkt. Mit mehr Leistung. Ja. Genau. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und dann würde ich mal sagen, verabschieden. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Ja, Marc. Danke fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Und ihr bleibt gerne dran. Ich habe nämlich in dieser Videoreihe ziemlich viele Videos gemacht. Wir haben mal so einen ganz großen Austausch gemacht. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an, die ich hier einblenden werde. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben da lassen würdet, den Kanal abonniert und eure Erfahrungen kommentiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis bald, euer Marc Monetti und euer Wagner. Walter Wagner, genau. Okay. Danke nochmal, Marc. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Okay, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.